Genau, als nächsten Vortragenden darf ich Franz Reinhard Hubbel begrüßen. Er ist Schriftsteller, Sprecher des Städte- und Gemeindebund und Leiter des Innovators Club. Kurz, Herr Hubbel weiß, was Politik und Verwaltung im Bereich Digitalisierung so umtreibt. Er selbst experimentiert auch gerne mit digitalen Formaten. Neben dem Hubbel-Blog kann ich seine kommunale Wochenschau in 100 Sekunden sehr empfehlen auf Soundcloud. Sein Vortrag heute geht etwas länger als 100 Sekunden, nämlich 15 Minuten, in denen er mit uns in die Zukunft blickt und über langfristige Perspektiven für Deutschland spricht. Herzlich willkommen, Herr Hubbel. Ja, vielen Dank für die netten Worte der Begrüßung, meine Damen und Herren. Ich bin tief beeindruckt von den Dingen, die ich gerade auch gesehen und gehört habe. Mein großes Kompliment. Das, was auch präsentiert wurde, aber auch an die Akteure dieser Veranstaltung. Ich glaube, der Datensummit ist ein wichtiger Meilenstein auch für die Reformfähigkeit unseres Landes. Und ich fühle mich sehr wohl hier bei vielen jungen, kreativen Menschen, die Interesse haben an der Entwicklung der Gesellschaft, im weitesten Sinne auch mitzuarbeiten und diesen Modernisierungsansätzen auch zugewandt sind. Ich habe mich nun gefragt, was erzähle ich denn heute Morgen? Ich könnte jetzt vom E-Government und von Open Data Beispielen aus Kommunen reden. Das werde ich auch in der Tat in einzelnen Bereichen machen. Aber meine Damen und Herren, das wäre mir viel zu wenig. Es geht mir auch nicht um Technik. Da sind Sie viel besser, als ich das je sein kann. Sondern meine zentrale Aussage heute, vielleicht in 140 Zeichen zusammengefasst, das ist ja heute modern, wäre mit Daten Politik machen. Open Data als Baustein einer offenen Gesellschaft zu verstehen. Meine Damen und Herren, die globalen Entwicklungen in der Welt wie Migration, demografischer Wandel, Digitalisierung und Urbanisierung wirken in der Tat in großer Massivität auch auf die Kommunen in Deutschland ein, mit ihren Verwaltungen. Auch für uns sind die Herausforderungen immens. Und ich glaube, besonders zwei Gründe sind es, die gerade Verwaltungen unter Druck bringen. Zum einen ihre Zunahme an Komplexität und Eigendynamik, die sich von der politischen Steuerung abkoppeln und zu einem Eigenleben führen, und zum anderen durch technische Entwicklungen, die ihre Steuerungsfähigkeit in Frage stellen und sie weitgehend auch in die Hände von Global Playern legen. Schauen wir uns diese beiden Gründe etwas näher an. Der hier gerade schon zitierte US-Präsident Trump hat durch seinen umstrittenen Berater Bennett vor einigen Wochen mitteilen lassen, die administrative Verwaltung, es kommt auf das Administrativ an, die sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten extrem breit gemacht hat, muss zerschlagen werden. Das ist ein heftiger Vorwurf. Die Verwaltung würde sich weitgehend verselbstständigen und von der Politik entfernen. Es fehle ihr die politische Legitimation. Die Steuerungsfähigkeit des Staates liege längst in den Händen der Behörden. Beamte machen Politik, anstatt die Beschlüsse der Politiker umzusetzen. In den Behörden müsse wieder ein frischer Wind wehen. Sie hat längst die Legislative in ihrer Hand und verfügt damit über die wahre politische Gestaltungsmacht. Ende der Aussagen. Ich denke, das ist eine heftige Kritik. Aber auch wir sollten uns damit auseinandersetzen. Denn ich glaube, auch in Deutschland zeigen sich Strömungsabrisse zwischen Bürger und Verwaltung. In der Verwaltung begegnen Menschen ihrem Staat. Hier wächst oder erodiert Vertrauen in die Demokratie. Und darum müssen Ämter und Behörden besser funktionieren, schreibt gerade Ursula Weidenfeld im Tagesspiegel am vergangenen Sonntag. Unter dem Aktenzeichen Politik verdrossen, beklagt sie insbesondere am Beispiel der Berliner Verwaltung, das wäre natürlich ein eigenes Thema, das Leistungsversagen in den Ämtern und Abteilungen, aber auch die Intransparenz. Zuständigkeiten und das Verschieben von Aufgaben auf nachgeordnete Einrichtungen in privater Organisationsform führen zu weniger Transparenz, die eh schon schwach ausgeprägt sei. Auch diese Kritik sollten wir ernst nehmen. Was ist zu tun, meine Damen und Herren? Ich glaube, die Antwort kann nur lauten, mehr Transparenz in der Verwaltung und mehr Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger. Transparenz wird durch offene Daten und Teilhabe gesichert. Das bedeutet, dass wir die Blackbox der Verwaltung öffnen müssen. Wir haben ja auch gerade Beispiele hier schon
gesehen. Das gilt auch für Kommunen und damit für Kommunalverwaltungen. Ich glaube, Kommunen sind in ihrer Rolle systemrelevant für die lokale Demokratie. Und wer sich in seiner Gemeinde wohlfühlt, Zugang zu allen Informationen hat und am politischen Prozess mitwirken kann, wird für die Stärkung und Sicherung der Demokratie auch eintreten. Darüber sollten wir uns bewusst sein, wenn wir das Thema Open Data und Open Government auch auf kommunaler Ebene diskutieren. Meine Damen und Herren, bei Open Data und Open Government geht es eben nicht nur um die technische, maschinenlesbare Bereitstellung von Daten, sondern um ein neues politisches Leitbild einer offenen Gesellschaft. Und das ist der Impact einer solchen Aufgabenstellung, die Sie auch angehen wollen. Open Data und Open Government darf eben nicht nur den Administratoren in der Verwaltung allein überlassen werden, sondern gehört auf die politische Agenda ganz oben. Es ist auch eine Antwort vermutlich auf weltweite Abschottungen und Protektionismus. Die Zeichen einer offenen Gesellschaft sind in der Tat Transparenz und Teilhabe. Das müssen wir aktiv vermitteln. Wir müssen auch die Möglichkeiten, die uns das Internet und soziale Netzwerke, ja die Digitalisierung insgesamt hier bieten, konsequenter für mehr Transparenz einsetzen. Und die Zukunft muss transparent sein, dann kann Deutschland auch eine digitale Nation werden, wie gerade Frau Beer es gefordert hat. Was uns fehlt, wenn man das noch weiter durchdenkt, ist eine Art politisches Memorandum oder Momentum, eine klare Ausrichtung, wie beispielsweise 1991 in Estland geschehen, im Rahmen der Unabhängigkeitsbestrebungen. Die damalige Freiheitsbewegung fiel interessanterweise zum gleichen Zeitpunkt mit der Digitalisierung zusammen. Die Daten selbst verwalten zu können und damit eine hohe Transparenz für alle Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen, war dort die Geburtsstunde der Unabhängigkeit von der alten Sowjetunion. Bis heute haben die Esten ein besonderes Verhältnis zu offenen Daten und konstituieren damit ihren Staat und ihre Gesellschaft. Kommen wir zum zweiten Grund. Die rasant verlaufende technische Entwicklung, die inzwischen so schnell abläuft, dass selbst der Gesetzgeber hier nicht mehr hinterherkommt. Wie wir das Potenzial einer digital vernetzten Gesellschaft in der Politik und damit auch unter Datengesichtspunkten für die Fortentwicklung von Strukturen nutzen können, wird leider viel zu zaghaft auch in unserem Land diskutiert. Wie schaffen wir es, dass digitale Potenziale aus Daten, die die Verwaltung unserer Gesellschaft in deren Auftrag erzeugt, urbar gemacht werden. Auch hier ein Beispiel. Sie wissen, Facebook hat vor wenigen Tagen auf seiner jüngsten Entwicklerkonferenz F8 angekündigt, sich mit der virtuellen Realität zu befassen. Hierin sehen Sie ein neues Geschäftsmodell in der Informationstiefe Ihrer Kunden. Ich will das gar nicht bewerten. In einem ersten Schritt geht es darum, die Realität zu erfassen, zum Beispiel Alltagsgegenstände der Menschen wie Weinflaschen oder Windeln, und in einem zweiten Schritt die Realität zu erweitern, indem Gegenstände in Bildern intelligent eingebettet werden. Das würde zum Beispiel bei der Weinflasche bedeuten, dass diese sich in ein Bild einblendet und mit zusätzlichen Informationen versehen werden kann, mit Bestellvorgängen und so weiter und so fort. Sie können sich das vorstellen. Denken wir diese Art von erweiterter Realität mal einen Schritt weiter und fragen uns, was bedeutet das nicht nur für die Alltagswelt, die ich gerade beschrieben habe, sondern für die kommunalen Infrastrukturen. Ist auch hier so etwas denkbar? Und wenn ja, was wird da passieren? Wer wird das machen? Geht es nicht auch darum, Gegenstände wie Gebäude, Bücher in Bibliotheken, Brücken, Parkplätze, Straßen, Gebäude und so weiter in ihrer Sichtbarkeit und digitalen Wahrnehmung mit einer erweiterten Realität zu versehen, um damit die Dienstleistungsqualität auch für die Nutzer zu erhöhen? Aber wer wird das tun? Global Player wie Facebook, Amazon, Google oder Apple? Oder ist das nicht auch eine zentrale Aufgabe der Kommunen oder des Staates selber, derartige Services im Bereich der Daseinsvorsorge und der Datennutzung im öffentlichen Raum auch zu gestalten? Ich glaube, das waren oder sind zwei spannende Fragen. In dieser Dimension betrachtet bekommt nämlich Open Data eine zusätzliche
Orientierung. Open Data wird in der Tat zum Baustein einer freien und offenen, selbstorganisierten und weitgehend selbstverwalteten Bürgergesellschaft. Es ist wichtig, dass wir das verinnerlichen. Soweit sind wir aber noch nicht. Ich glaube, dass Open Data schon beispielhaft viele Kommunen vitalisiert in ihrer Zukunftsgestaltung, aber das ist noch nicht hinreichend ausreichend. Hier liegen Potenziale brach, die wir für die Zukunft heben müssen, um Zukunft zu gestalten. Das gilt natürlich besonders auch für die Nutzung der Infrastrukturen. Nachhaltigkeit, Schonung der Ressourcen und Effizienz ist immer auch eine Frage der Nutzung von Daten. Studien wie die Konrad-Adenauer-Stiftung weisen darauf hin, dass bei Open Data in Europa jährlich ein volkswirtschaftlicher Nutzen von 12 Milliarden Euro gehoben werden kann. Wie ist nun die Lage in Deutschland? Auch hier will ich kurz auf das Thema Infrastrukturen eingehen. Wir haben einen Erneuerungsbedarf im kommunalen Bereich von 136 Milliarden Euro für Schulen, Wege, Plätze, Straßen, energetische Sanierung in Gebäude und so weiter und so fort. Da ist das Breitbandthema noch nicht mit umfasst. Und die Herausforderung ist, werden wir diese 136 Milliarden nur in Asphalt und Beton sozusagen investieren oder auch in Digitalisierung, in smarte Dienste, in Sensoren, die eben Brücken intelligent machen etc., um mit diesen Daten auch Nutzerprofile und Wartungsintervalle zu gestalten. Das ist jetzt eine wichtige Aufgabe, deswegen glaube ich, sollte bei jeder Investitionsmaßnahme ein sogenannter IT-Check auf einer Seite folgen. Ist das IT-relevant? Wenn ja, weitere Prüfung, wenn nein, Beton oder Asphalt und die Sache ist erledigt. So eine Ausrichtung und Hinterfragung fehlt uns. In der Tat stellt sich die Frage, wenn Sie sich mal die Daten der Kommune vorstellen, wem gehören die eigentlich? Was machen wir mit diesen öffentlichen Datenströmen? Ist das ein neues Geschäftsmodell für uns? Sollen wir das alles freigeben? Können andere damit arbeiten? Daten sind ein wichtiger Rohstoff. Sie sind, wie man so schön sagt, das Öl im 21. Jahrhundert. Die Frage ist, wer sind die Ölscheichs oder wo sind die Raffinerien? Wobei dieser Vergleich mit dem Öl, der ist eigentlich nicht richtig, weil Öl bei Nutzung verbrennt. Daten nutzen sich aber nicht ab, die sind nach der Nutzung immer noch da. Ich kann wieder neue Konstellationen damit herbeiführen. Also das nur mal als Vergleichsthema. Weltweit vollzieht sich in der Tat ein Trend der Dezentralisierung. Das Verhältnis zwischen Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft wandelt sich. Hier entsteht eine neue Balance. Wir erleben, glaube ich, auch einen Bedeutungsgewinn der Zivilgesellschaft, gerade in den Kommunen vor den Problemen Migration. Ich erwähnte das gerade schon. Aber auch Klimawandel müssen Probleme, die lokal oder regional entstehen, auch lokal und regional gelöst werden. Dazu ist Open Data ein wichtiges Element. Der Bund ändert ja gerade in diesen Tagen auch das E-Government-Gesetz. Für die Bundesverwaltung wird Open Data eingeführt. Dieses Gesetz gilt nur für Auftragsangelegenheiten des Bundes im Blick auf die Kommunen. Ich denke, dass die Länder nachziehen müssen, um auch hier klare Signale zu setzen. Wir im IT-Planungsrat fordern dies. Es gibt in verschiedenen Ländern schon Transparenzgesetze oder Open-Data-Gesetze. Auch wurden entsprechende Open-Data-Portale eingerichtet. GovData, das ist alles ja Ihr Tagewerk, was ich hier nicht näher vorstellen muss. Für die ersten Kommunen ist Open Data auch keine Unbekannte mehr. Ich erinnere nur an Städte wie Moers, Köln, Bonn, München, Karlsruhe oder Ulm, Aachen. Wien ist ganz vorn. Es gibt offene Haushalte, haben wir gesehen. Es geht um offene Parlamente, es geht um offene Kultur und offene Mobilität, um offene Klima- und Umweltpolitik. Alles Dinge, die wir vor uns haben. Vieles ist aber auch noch überschaubar. München stellt mit dem Stand von März 2017 gerade mal 107 Datensätze zur Verfügung. Auch in Aachen steht seit einigen Jahren ein Open-Data-Portal zur Verfügung. Das Thema war kein Selbstläufer in der Verwaltung, bis der neue Dezernent sich dafür einsetzte. Mittlerweile steht dort ein breites Angebot. Also Leadership, klare Ausrichtung auf die politische Spitze. Nur dann, weil es ein politisches Thema ist, werden wir erfolgreich sein. Diese Leitvorgaben müssen folgen. Das heißt, wir müssen auch an die Führungsleute in die Städte, in den Städten heran. Moers, wie andere Städte auch, führen Hackathons durch.
die sehr erfolgreich sind, wo sich die Stadt auch einbezieht. So kann eine kleine Stadt mit 60.000 Einwohnern auch Zeichen setzen, glaube ich, für viele andere Gemeinden. Der Bund startet mit unserer Hilfe ein neues Projekt, sozusagen eine Modellkommune Open Government. Die Antragsverfahren laufen gerade, die auch durchfinanziert werden für einen bestimmten Zeitraum. Dieses sollten wir unterstützen. Die OGP-Geschichte ist ja gerade schon angesprochen worden. Ich glaube, Kommunen sind auch gut beraten, Daten, die sie haben, Start-ups zur Verfügung zu stellen, um damit neue Geschäftsmodelle in der Region mit sozioökonomischen Informationen, die beispielsweise über die Stadt oder Region auch für künftige Nutzer oder für diejenigen, die für Nutzerdienste arbeiten, sehr interessant sein können. Ich glaube, hier wird es wichtig sein, dass wir unsere Blackbox öffnen. Deswegen haben wir vor, als Städte- und Gemeindebund mit dem Innovators Club im Herbst einen Pitch hier in Berlin zu machen mit der Regio-IT, wo wir Problemlagen aus dem öffentlichen Sektor vorstellen und Startups informieren, hey, habt ihr Interesse an der Lösung dieser Probleme, sich die Dinge jeweils anzuschauen und dann vielleicht drei von ihnen auch in Aachen für längere Zeit mitzufinanzieren, um solche Aufgaben anzugehen. Ich bin beeindruckt von der Open Knowledge Foundation, von ihrem Verein, von ihren OK Labs, die wir auch unterstützen, auch die Initiative Code for Germany. Ich glaube, hier liegt ein großes Potenzial, was wir heben müssen. Und Frau Bär sprach es an, wichtig wird sein, dass wir das Thema Open Data auch in die Wahlprogramme und anschließend in die Regierungsprogramme oder das Regierungsprogramm für die nächste Wahlperiode hineinbekommen. Das heißt, wir sollten jetzt die nächsten Wochen aufmerksam auch nutzen, beispielsweise bei Veranstaltungen der Parteien, auch darauf achten, finden wir überhaupt hierüber Aussagen, eben mit dem Blick auch eine offene Gesellschaft, eine Gesellschaft der Teilhabe, der Partizipation zu schaffen und Daten als ein neues Steuerungsinstrument zu begreifen. Staaten steuern heute mit zwei Faktoren, mit Recht und Geld, also mit Gesetzen und Finanzen. Ich glaube, dass eine neue Komponente hinzukommt, das sind nämlich Daten. Auch mit Daten zu steuern, mit Datenpolitik zu gestalten. Und das sollten wir ernst nehmen und diese neue Ausrichtung auf diese drei Elemente, auch ein neues Spiel dieser drei Elemente mit zu hinterfragen und eine Struktur zu formatieren, die nicht von Silo-Denken geprägt ist, die von einer Vernetzung geprägt ist, nicht nur in der eigenen Aufgabenwahrnehmung im Amt, sondern auch in der Frage der gesellschaftspolitischen Notwendigkeit, eben Teilhabe und eine gerechte Gesellschaft mit aufzubauen. Hier liegt ein Impact, der ist gewaltig, der wird noch gewaltiger werden. Deswegen glaube ich, dass dieser Datensummit vielleicht in der Tat eine Geburtsstunde auch sein kann für weitere Veranstaltungen. Man braucht ja nur den Backslash wegzunehmen. Und wir sind 10 Jahre weiter. Vielleicht laden Sie mich in 10 Jahren nochmal ein. Und wir schauen mal, was passiert ist. Vielen Dank, dass Sie mir so geduldig zugehört haben.